brandneuer Udo. Von jetzt an mache ich nur noch mein Ding. Auf der Andrea Doria. Udo Lindenberg gehört zu den größten Ikonen der deutschen Rockmusik. Der Film Lindenberg macht ein Ding erzählt von den Anfängen seiner Karriere. Für den jungen Udo soll eine Kellnerlehre das Sprungbrett in die Welt werden. Nebenbei versucht er sich als Schlagzeuger zu etablieren. Nach einem missglückten Auftritt vor US-Truppen in Libyen verschlägt es ihn nach Hamburg. Dort treibt er sich mit seinem Kumpel Steffi Stephan in der Kiez-Szene von St. Pauli herum, wo er Paula kennenlernt. Seine Karriere als Musiker kommt aber nicht so wirklich in Gang. Doch dann wird der Talentscout Mattheisen auf ihn aufmerksam. Und Lola hat Geburtstag und man trinkt darauf, dass sie wirklich mal so alt wird, wie sie jetzt schon aus. Ja, gefällt mir. Kurz vor Kinostart hat Udo Lindenberg den Film zusammen mit seinem Darsteller Jan Bülow und Regisseurin Hermine Hundgeburt im Astor Grand Cinema in Hannover persönlich vorgestellt. Wir haben die drei dort zum Interview getroffen. Was war es für Sie für ein Gefühl, jetzt ein Teil Ihrer Lebensgeschichte im Kino? Sehr bewegend. Ja, 50er Jahre war ich auch schon dabei. Manchmal muss ich mich kneifen, da war ich auch schon dabei. 1950 und so. Und das sind natürlich auch harte Zeiten und so, weißt du, ne? Und da kommen meine Mutter, Hermine und so, ein harter Job da, eine große Familie. Und da kommen manchmal auch ein bisschen die Tränen, krieg schon nasse Augen. Und nasse Augen der Melancholie, aber auch nasse Augen der Entzückung, wenn ich sehe, wie es dann abgeht und so. Wie der kleine Udo sich da, ne, verletzlich und auch ein bisschen schüchtern, wie er ist und so, sich da durchbeißt und so, ne? Und das dann letztlich irgendwie auch hinkriegt und so, ne? Oh, dann freue ich mich wirklich sehr. Und er bringt es so gigantisch rüber. Jan ist 1000 Pro genau der Richtige. Genau, das wäre dann meine nächste Frage gewesen. Also, das heißt, mit Jan erkennen Sie sich auch so ein bisschen wieder? Ja, ja, ja. Und manchmal, ich gucke die Leinwand, dann denke ich, bin ich das jetzt? Ist das Jan jetzt? Oder sind es ja so ähnlich? Aber sicher daran, weil wir uns auch im echten Leben sehr ähnlich sind. Weißt du? Siehst du? Genau, und wie war es also für dich, auch dann so, nachdem du Udo dann das erste Mal getroffen hattest, dann zu wissen, okay, jetzt spiele ich ihn und vielleicht kannst du das kurz ein bisschen beschreiben? Ja, also erstmal war da einfach eine Menge Freude. Irgendwie erstmal war Party und irgendwie, ja, dass ich sowas Großes machen darf, irgendwie Wahnsinn. Ich habe gedacht, es ist ja nicht so selbstverständlich, dass sie so, sag ich mal, so ein unbeschriebenes Blatt daran lassen. Aber und dann gab es auch aber ganz schnell eben, dann fing die Arbeit an, ne? Weil dann sagt man so, okay, geil, die vertrauen mir, aber man muss ja dann irgendwann auch irgendwie ackern. Und das habe ich aber auch gemacht. Ich habe immer, ich habe wahnsinnig Respekt gehabt, wahnsinnige Angst auch, dass ich irgendwie, ich wollte halt niemanden verletzen. Ich wollte irgendwie, ich hatte Angst, dass man ja am Ende so Udo-Fans oder so sagen, so, ach nee, aber das ist nicht unser Udo, das, so war der gar nicht oder was weiß ich. Da hat man ja 10.000 Horrorszenarien im Kopf und ich glaube, diese Angst davor, was falsch zu machen und jemanden zu verletzen, im schlimmsten Fall Udo selbst, hat mich dazu getrieben, einfach wie ein Wahnsinniger auch dafür zu ackern. Und vieles habe ich aber auch einfach, vieles kam auch irgendwie von mir mit. Ich habe eine Begeisterung für Musik, für Rock'n'Roll-Musik. Also das heißt so, irgendwie war da auch vieles, also ich sage mal so, das Interesse, so einen Film zu machen, Musikfilm, Film über Udo, über Rock'n'Roll, das Interesse war schon vorher da. Ich habe dafür gebrannt, mal so einen Film zu machen. Und das ist ja auch, gab es ja jetzt noch nicht so oft in Deutschland, eigentlich noch gar nicht über Rock'n'Roll. Rock'n'Roll erstmal, also, er soll auch keine Kopie machen und kein Abziehbild und so, ne? Also ein bisschen leicht annektieren, Schleudergang und so ein Ding auch schon. Also sonst mit seiner Persönlichkeit, ja, Schauspieler und so die Geschichte erzählen, weißt du, ne? Und dass wir uns dann irgendwie auch so ähnlich sehen, da an der Leinwand und so. Und beide leckere Jungs und so, ist natürlich von Vorteil, ne? Ja. Und zum Schluss noch die Frage, was können die Zuschauer aus dem Film mitnehmen? Also was ist vielleicht auch so eine Message, die rüberkommen soll? Ja, viele wollen ja irgendwie Rockstar werden, noch reich und berühmt und so, ne? Ja, das ist eine neue Berufsfrage, Umfragen und so, was willst du später mal werden und so. Ja, Rockstar, Popstar und so. Aber wenn man das werden will, geht man in diesen Film, guckt sich den Film an, der praktische Ratgeber, wie werde ich Rockstar? Dann weißt du Bescheid. Jedenfalls bis zum Durchbruch, bis 73, was du noch genauer wissen willst und, dann musst du nochmal gucken, ne? Und den Rest entnehmen sie den Tagesthemen. Ich will nur nicht so sein wie einer von den Tröten, die alle den gleichen scheiß Sound haben. Ich zeig der Welt deine Seele. Sag, dass du immer für mich da bist. Wie wollten Sie den Film aufziehen? Also wie war Ihre Herangehensweise an den Menschen Udo Lindenberg?
Also ich, natürlich habe ich mich erkundigt, es gibt ja einige Biografien und auch Bücher von Schuka-Parre und Panikherz und so weiter. Also ich habe mich langsam dann habe ich versucht, historisches Material mit der Musik, war ich natürlich schon vertraut, aber bin ich auch nochmal reingegangen in die Texte und so weiter. So habe ich mich dem Film angenähert und dann war mir auch relativ schnell klar, dass Hamburg und die 70er im Mittelpunkt dieses Films stehen sollten. Und haben Sie im Entstehungsprozess des Films irgendwas Neues vielleicht über Udo Lindenberg gelernt oder irgendeine neue Erkenntnis? Absolut. Dass er zum Beispiel als Kind in mit 17 ist man in Lübeck war und da wirklich professionell Schlagzeug gespielt hat, das war mir neu. Wie war auch das Treffen mit Udo Lindenberg? Weil Sie haben ihn ja getroffen. Ja, ich habe ihn getroffen. Wir haben uns unterhalten und dann irgendwie nur nach 2-3 Stunden hat er gesagt, Hermine, das wird gut, du machst das schon. Und das war für mich irgendwie auch so eine so eine Ehrung quasi. Und das finde ich auch an Udo verrückt, dass er, oder ganz toll, dass er halt eben weiß, dass man künstlerische Freiheit braucht, um gute Dinge zu tun. Und genau, wie haben Sie auf Jan Bülow, sag ich mal, angeführt? Haben Sie ihm viel Freiraum für die Rolle gelassen oder war es schon sehr geskriptet? Es gibt ein Drehbuch und ich bin ja als Regisseurin, arbeitet natürlich mit denen zusammen und Freiraum, das würde dann auf eine Bahn kommen, die nicht mehr zu beherrschen ist sozusagen. Nein, ich denke, dass man gemeinsam so eine Rolle erarbeitet, die Regie und auch der Darsteller und die Bögen spinnt und so weiter und so weiter. Und dafür bin ich auch da. Genau, und ganz zum Schluss noch, was können die Menschen so aus dem Film mitnehmen? Dass es manchmal etwas länger dauert, auch dass man nicht aufgeben soll und dass man eigentlich wirklich auf sich selbst hören soll und sein Ding machen und sich nicht zu sehr von allen möglichen Einflüssen beirren lässt. Vielen, vielen Dank. Ich hab niemals dran gezweifelt, dass wir das überstehen. Niemals dran gezweifelt, wir kriegen's hin. Ist doch klare Sache, wir kriegen das hin.